Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ultimate Snack Wars mit Balui und Balui. Ohne Katze heute. Oh, Katze hat gesagt, er hat keinen Bock mehr auf uns. Ja, richtig. So ich glaube, so in der Art hat er das formuliert. So war das, ja. Vielleicht hat er auch einfach nur gesagt, er hat keine Zeit, aber es ist ungefähr das gleiche wie kein Bock auf uns. Ja, richtig. Miri. Miri, ich sag bin mal, wo Miri. Ist eigentlich der ganze Teppich? Ach, hier ist der Teppichchen. Ich habe ihn verteilt, damit es hier schön ist. Ach so, ich dachte schon, der Teppich hätte irgendeine Bedeutung, dass er nicht mehr da wäre. Haben wir Diamantblöcke? Nein. Jemand meinte, ich sollte Diamantblöcke. Wir haben nur 7 Diamantblöcke. Aber wir haben 2000 Diamanten. Nein, das ist fast nichts. Miri macht Quatsch schon wieder. Ich fange an aufzunehmen und Miri macht Quatsch. So Leute, ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was diese verschiedenen Maschinen machen, beziehungsweise im echten Leben, wie man denn kristalline, also wie man Leiterplatten herstellt, nicht Leiterplatten, das mache ich selber, also was in der Art, aber wie man diese Silikate herstellt und was die Funktion dafür ist. Wie macht man Diamantblöcke? Wie viele Diamanten brauche ich? 9 dafür und nicht nur 4. In welcher Welt hat man jemals 4 dafür gebraucht? Ich dachte an was anderes. Ja. Nicht so viel. Wolle machst du mit... Nicht denken, einfach alles gut. Okay, Entschuldigung. Wirfst du mir eben einen Stack Diamanten noch her? Nein. Lass uns mit Diamanten werfen, bitte. Aber du hast schon ganz viele rausgenommen. Weißt du nicht. Na gut. Hier. Ich muss mich damit beschäftigen, wie man Platinen baut, wie man ICs baut. Dafür musste ich dieses Silicon Bowl Dingsbums machen, so. Dafür brauche ich nämlich erst einen Crystallizer. Der wird nämlich, wie man das hier sieht, das wird da so hochgezogen. Und die auch Schüsse? Ja, ist egal, mir interessiert es sowieso nicht. Der doch, ja. Wir haben jetzt erst reines Silikon hergestellt. Das wird in so einem Ofen hier hergestellt. Also, das ist jetzt kein Quatsch, den ich euch erzähle. Es wird wirklich in einem richtigen Ofen, wird Sand zu Silikon, also so einem Silikatsand, so einem Quarzsand hergestellt. Das ist ein ganz, ganz reiner Sand, der halt was ganz Besonderes ist und der dauert einfach ewig herzustellen. Und wenn ihr den habt... Dann wird daraus das Ganze eingeschmolzen auf einer ganz hohen Temperatur und Miri ist ein Arsch und ich erzähle es einfach nicht mehr. Wenn es dich nicht interessiert, dann lass mich wenigstens meinen Zuschauern erzählen. Und in dem Crystallizer wird dann das Geschmolzene ganz langsam mit 1,5 mm die Sekunde hochgezogen, bis es fertig ist. Und ich hasse dich trotzdem. So, der Crystallizer ist aber, glaube ich, nicht so einfach herzustellen. Wir gucken gerade mal den Crystallizer. So, der kann noch hier irgendwo hin, bestimmt. No. Warum kann ich... Ach, die kann man... Wir stellen ihn einfach... Wir machen jetzt einfach auf Rückseite weitere Maschinen hin. So, der ist... Okay, wir brauchen eine Coil, ein Input, ein Copper Coil, noch ein Coil. Input Hatch, Output Hatch, natürlich. Und der Crystallizer hat ja verschiedene Ebenen. Oh. Quarz Crucible. Quarz Crucible, Quarz, 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 Quarz. Okay. Aha, also gibt es nur diese zwei Ebenen. 6 Quarz Crucible, 2 Spulen, eine Input, ein Output Hatch und eine Maschine. Was kam hinten in die Mitte? Der Energy Acceptor. Okay, das ist einfach. Nicht so kompliziert, wie ich es gedacht habe. So, Quarz Crucible. Den gibt's gar nicht. Wo ist er denn? Da. Okay. Okay, was machst du Schönes? Ich baue was. Baust du mir was Schönes? Dir? Ja. Nein, ich baue einen Crystallizer. Ich will selber Platinen bauen. Das ist doch schon... Bauteile bauen. Das ist doch cool, oder nicht? Ja, das ist cool. Gut. Was bauen wir? LEDs? Widerstände? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich muss gleich erstmal... DHT-Bauteile. Ich muss erstmal Wafer bauen. Okay. Und dann gucken wir weiter. Oh nein, meine Diamantblöcke haben nicht gereicht. Oh. Oh, fies. Ich bin schon gespannt, wie diese... Also ich habe echt, wenn ihr euch mal im Internet dafür interessiert, könnt ihr mal gucken, so auf YouTube, wie eigentlich ICs hergestellt werden. Da wird das dann erklärt. Was ich hier gerade mache, ist halt ein bisschen komplizierter. Crystallizer. Wo ist der Block? Das ist wieder eine Maschinenstruktur. Da fehlt mir bestimmt wieder irgendwas. Oh, das war nicht da, richtig. Das wollte ich definitiv nicht machen. Nicht? Nee. Ich geh mal weg, dass du nicht siehst, was ich tue. Du willst nur alles verhunzen. Kenn dich. Nein, ich bin der Miri. Ich bin Miri. Sag ich doch. Und du? Ich bin der Balui. Cool. Nein. Fies. Aha. Warum, da fehlt noch die grüne Platine. Ich
finde, so. Ich mache unsere Base schön. Ja. Du machst was das machen super. Wir, wenn wir wegfliegen? Lassen wir das so? Ja. Nee, wir können es vorher in die Luft sprengen, wenn es dir gefällt. Ja! Mibi kaputt machen! Ja! Ja, da reden wir dann auch nochmal mit Katze drüber, was der da so von hält. Wuhu. Vielleicht. Wer findet das ja nicht so toll? Guck mal, ich habe mir Fliesen gelegt in die Küche. Für Fliesen aus Diamanten. Wetten? Vielleicht. Vielleicht finde ich das gar nicht so gut. Vielleicht. Wer, bist du doof? Warum geht das? Was fehlt mir denn jetzt? Da sollte kein Diamantblock hin, das ist da unten. Ach, ich habe keinen von den normalen Dingern mehr. Okay. Ach so. So, ich bin echt gespannt. Also, es ist das erste Mal, dass ich jetzt hier in Minecraft eine Maschine baue, wo ich sagen muss, ich bin gespannt, wie die nachher funktioniert. Ja, ich auch. Du lädst mich dann ein, wenn es passiert. Ja, wenn das dann funktioniert, dann. Aber warte, ich muss mir erst deine Fliesen angucken. Wir wollen ja nicht, dass Miri hier zu Furz kommt. Zu Furz kommt, habe ich gesagt, ne? Furz. Ach du Scheiße! Ja, ist hübsch! Wow! Gehst du gerade rückwärts aus dem Nein! Raum? Nein, nein. Wieso? Weil ich am Rad dreh. Dreh. Balloui dreht am Rad. Dreh. So. Es fehlen die beiden Coils, die habe ich vergessen. Wir können doch bestimmt noch coolere Coils bauen, oder? Dreh. Wieso? Dreh. Haben wir schon Iridium? Nö. Aluminium? Aber Aluminium ist doch nicht besser, oder? Dreh. Was ist denn das Beste? Titanium, aber das habe ich nicht. Kopper waren langweilig. Warte, wir gucken uns das mal an, inwieweit die durchgehen. Das müsste ja die Reihenfolge angeben, was wie krass ist. So, wir fangen an mit Gold, Kopper, Titanium. Das macht keinen Sinn, wie rum das geht. Gold, Kopper, Titanium und Aluminium. Komm, wir versuchen die Aluminium-Dinger. Ja, ist schön, dass du die Base so verschandelst. Verschandelst? Nein, verschönelst, habe ich gesagt. Verschönelst. Nein. Das ist nicht mein richtiges Wort, aber trotzdem. Das ist fies. Denkst du dran, ab und zu deine Hitze-Dingsbums aufzuladen? Ja, ne? Alles gut. Will ich ja nur warnen, nicht, dass du nachher einmal stirbst. Ich glaube, am Anfang der Folge habe ich mein Aufladeding erst aufgeladen. Na ja, gut. Ich merke das immer erst, wenn es auf einmal fast zu spät ist. Dann denke ich mir, ach, könntest du ja mal wieder. Überraschung. Ne, ist gerade so ein bisschen warm geworden. Überraschung, es ist warm. Ja. In der Wüste. Verstehe ich auch gar nicht. Überraschung. So, Aluminium. Dann haben wir den Crystallizer, der kommt auf diese Seite. Den Power Input kommt hier hin, so. Die Crucible Input und Output Hatch. Output und Input. Und die 6 Dinger, die da drauf kommen, so. Und damit ist die Maschine fertig. Pling. Oh, das sieht aber cool aus. Was? Coole Maschine. Cool. Ja, mir gefällt die sehr gut. So, Strom anschließen. Blip. Darf ich gleich sehen, wenn es läuft? Ja, ich muss gerade erstmal selber gucken, wie man das jetzt macht. Weil theoretisch muss da jetzt das Silikon. Ich habe ja gesagt, man muss da Silikon reintun. Ich tue da jetzt mal was rein. Das geht da nicht rein. Ja, gut. Ach Mann, okay, wir brauchen diese Silicon Bowls. So, und die werden da drin eigentlich geschmolzen. Mit einem Silicon Ingot und einem Silicon Nugget. Aber ich habe hier das Ingot. Und dann machen wir da jetzt auch Nuggets raus. So. Ja, vielleicht sollte ich es ins Input reintun. Ne? So und so. Und jetzt. Ach so, anschalten. Cool. Oh, das ging schneller als gedacht. Miri, komm mal her. Okay, wo bist du? Okay. So, guck hier. Blub. Da wachsen jetzt halt so Silikondinger raus. Das sieht aus wie Kohle. Ja, ist aber Silikon. Silikon Bowl. Was immer das auch heißt. Das erinnert mich ein bisschen an den ersten Pokémon-Film. Kennst du das, wo die da in diesen... In diesem ekligen Wasser drin schwimmen die Klone? Ja. Bisschen so sieht das aus. Und dann? Weiß ich noch nicht. Weiter bin ich noch nicht. Du kriegst die Rundführung, wenn ich alles weiß, wie es funktioniert. Na gut. Oh, Quest. Ach, Quest, ja. Überraschend. Stimmt, das war eine komplette Quest für den Crystallizer. So, den haben wir jetzt auch gebaut. Sehr schön. Das ist schön, wenn man weiß, was man macht.
Das ist so bei Immersive Engineering mir immer nicht klar gewesen, was ich eigentlich mache. Wenn man sich auf einmal ein Video anguckt, wie das Ganze in echt funktioniert, dann macht's Sinn. Was los? Ach, das ist... Ich kann Compressed Diamond Blöcke machen. Ich war gerade sehr verwirrt, dass ich mich mit 8 Diamanten schon... Dreh am Rad. Dreh. Was? Nix. Nicht. Hä, was ist das? Nix, wollte ich ärgern. Oh nein, das war Fake-Diamant, den ich mir aus dem Inventar aus dem Ding genommen habe. Fake! Ich habe im Übrigen jetzt die Loot-Chest. Fake! Es gibt eine Loot-Chest, Miri. Willst du die nicht holen? Fake! Hol die Loot-Chest! Fake! Los, mach! Worunter war das denn? Unter Dings. Unter Moving Worlds. Moving Worlds. Oh ja, den Kackhaufen kann ich erkennen. Und da ist bei mir drin, Holzwerkzeug, leck okay, mich. Okay, ich habe 30 Gras, yes. Oh, können wir das rauchen? Das war nur eine Loot-Chest. Ja, tut mir leid. Das war doof. Ich fand das doof. Ja, tut mir leid. Warum ist da denn jetzt gerade das Ding hier? Verschwinde. So, jetzt heißt als nächstes... Muss ich erstmal gucken. Jetzt fangen wir nämlich an, dass wir Wafer bauen. Das heißt, das Grundmaterial auf dem Bauteil kommt. So, sei einfach ruhig. Die interessiert das auch gar nicht so sehr. So, wir haben die Sawblade Assembly, wir haben Input Edge, Cutting Head, Cutting Machine, Output Head. Das haben wir alles jetzt schon gebaut. Now that you have bowl, you will need to cut them. Kann ich Diamanttreppen bauen? Up to make Wafers. Diamanttreppen, ja, von mir aus. Ein Enhanced Motor fehlt uns dafür noch. Mal gucken. Okay, dann schauen wir mal. Ein Enhanced Motor. Sieht nicht so aus. Was wolltest du bauen? Ach du Scheiße. Wenn du Katze sein Quarz nimmst, dann bringt er dich um. Ich glaube, der findet das nicht lustig, wenn du ihm seinen Quarz klaust. Kann mal jemand sagen, wie viel Titanium bekommen? Haben wir Snowbricks? Nein. Haben wir Iron Plates? Oh ja, wir haben Iron Plates haben wir. Wie viel Eisen haben wir denn? Oh, was hab ich gemacht? Nicht das, was ich tun wollte. Wo kriege ich denn Root Tile Ores her? Oh, wir haben ja quasi kein Eisen. Ach du meine Güte, haben wir viel Eisen. Kann ich das direkt ins Inventar? Ja, kann ich. Ach du Scheiße. Was? Ich brauche Root Tile Ore, also so ein Erz, das sich halt Root Tile nennt, aber... Woher sollen wir das bekommen? Im Electric Arc Furnace kann ich die dann zwar klein machen. Das muss aber gar nicht da drin passieren. Okay. Die Frage ist halt einfach nur, woher bekommt man Rutile? Oh. Das ist nämlich hier nicht erklärt. Das ist nicht lustig. Wie macht denn Iron Plates? Einfach Eisen nehmen und da hinten unter unsere automatische Stanzmaschine schmeißen. Ich weiß nicht, ob das ist, was ich brauche. Hier, Miri. Ich weiß nicht, ob das Was willst du denn bauen? Sag mal. Iron Plate Stairs. Stairs. Iron. Ach, toll. Iron Plate Stairs. Da. Du brauchst dafür Iron Plate. Was ist denn das? Ja, einfach, genau. Einfach mach einfach außenrum Iron Ingots. Ja. Und in der Mitte freilassen, ne? Die richtig. Kommt nur dummerweise Compressed Iron raus. Wahrscheinlich übersteigen die Rezepte ja, sich oder sowas. Ich glaube auch, dass kein Mensch sonst auf die Idee kommen würde, das zu machen. Fies. Kann ich aus Iron irgendwas machen? Weiß ich nicht. Oh Mann, das ist gemein. Das ist aber jetzt traurig. Oh Mann. Blöd. Ja, das ist doof, wenn sich Rezepte überschneiden. Mann. Ja, aber wie kriege ich denn Rutile-Ohr, ey? Das ist jetzt echt ein bisschen schwierig. Das war fies von dem Spiel. Jetzt bin ich traurig. Rutile-Ohr, schau mal. Forever Stranded. Das heißt...
Mein Leben ist traurig. Und du tust mir leid. Ja. Aber wir kriegen ja nicht mal den Rutal Dust. Da stimmt doch was nicht. Es muss eine Variante davon geben. Nee, war nicht der Advanced Motor. Welcher war das denn jetzt? Der Motor? Der hier. Der Enhanced. Wenn ich das so nicht kriege, dieses Titanium Ingot, vielleicht habe ich ja dann die Chance, Titanium Dust zu bekommen. Ja, hahaha. Ach, da. Oh, was? Wenn man Compressed Nether Gravel hat, woher? Was? Woher soll ich denn Nether Gravel kriegen? Hört sich gut an. Euer Ernst? Das habe ich noch nie gesehen, Nether Gravel. Nether Gravel, Compressed Netherrack. Oh nein. Nein, man kann Netherrack auch noch kaputt hauen. Um es zu kom... Oh, bitte. Das wusste ich nicht. Ich hoffe, Katz hat ganz viel Netherrack. 6! Ja, ja, gut. Ja, reicht dir das? Nein, ja. War das das, was du dir vorgestellt hast? Oh nein. Wir brauchen so viel Redstone dafür. Ja, gut, das wird Katze erfreuen, wenn ich ihm das sage. Das ist bestimmt der Wahnsinn für ihn. Oder auch nicht. Nee, ich glaube auch eher oder nicht. Ja, ich auch. Eventuell klaue ich einfach alles, was wir hier an Redstone haben und mache daraus Netherrack. Der will mich umbringen. Egal. Sag es ihm einfach nicht. Nein, das will er nicht merken. Nein, nein, ich glaube auch. Nein. So, er hat auch irgendwo eine Automatisierung für Lava- und Netherrack-Produktion gemacht, oder? Wie war das denn nochmal? War das hier rein? Ja, schön hier. Blubblub. So, wir brauchen Netherrack und zwar eine ganze Menge. Er wird mich hassen. War nicht meine Schuld, wenn einer fragt. Nein, nein, meine war es auch nicht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das war einfach weg. Ja, das war auf einmal nicht mehr da. Ich habe gesehen, wie es gegangen ist. Es hat eine Tasche gepackt und ist gegangen. Vor allem muss ich dafür auch ohne Ende Lava herstellen. Au, ich bin über die Spikes gelaufen. Oh, hier ist schon alles leer fast. Was passiert denn hier gerade? Miri hat Steine abgebaut. Die sind alle im Keller. Was hast du gemacht? Kellerstein. Dass du nicht reingefallen bist, alles. Warum soll ich da reinfallen? Weiß nicht, weil du ein Loch gemacht hast. Nein. Doch? Nein. Das ist das auch immer noch hier. Ich dachte, das habe ich schon mit der schnellen Variante gemacht, aber die ganze Lava. Guck dir an, wie das einfach leer gesaugt wird. Überall, wo ihr jetzt anfangen, seht, dass es anfängt, Steine zu erzeugen, geht eine ganze Menge davon in den Netherrack. Ja gut, vielleicht reicht die Lava nachher dann auch nicht mehr raus für den Endertank, aber ist ja egal. Katze hat ja gesagt, die Lava wird ja sowieso nicht mehr gebraucht. Ja. So, das erste, nicht Stack, doch, den ersten Stack habe ich. Wo ist? Wie viele brauchst du denn? Ich weiß nicht, eine Menge? Das hört sich nach Spaß an. So, jetzt habe ich Compressed, jetzt muss ich den erst hämmern. Warte, wir haben doch unsere automatische Hammerer-Maschine. Wo ist der ganze Kram? Ewig nicht mehr benutzt. Ihr seid die 7, wo ist der Hammerer? Wo kannst du denn das Ding? Der hat nichts mehr da, wo ich es brauche. Ich meine, läuft nicht mehr über, aber... Wir haben doch irgendwo den großen Hammerer. Das ist nicht fair. Das sieht man leider von außen. Das ist das Heavy Sieve. Ja, dann. Ja, dann haben wir keinen Hammerer mehr. Dann mach ich selber. Hammer, Diamond Hammer. Den können wir einfach verbrauchen. Das ist ME-Lehrer. Nein, das geht damit nicht. Da ist der Auto-Hammerer. Den wollte ich haben. Stellen wir einfach hier dran. So. Baut sich das jetzt gerade ab oder nicht? Oh ja. Was machst du? Ich versuche einen Holzblock abzubauen, der irgendwie blöd liegt. Das war gemein. Ja, gemein von mir, ne? Ja. Fünf, okay. Sechs, sieben, acht, neun. Ach, was man hier immer alles machen muss in diesem Spiel, um irgendwas zu erreichen. Scheiße, das reicht nicht. Ne, ne, ne. Aber Miri, ich glaube, wir müssen langsam was machen, oder? Was denn? Ich bin noch nicht fertig. Okay, ich auch noch nicht. Wir machen einfach eine lange Folge ohne Katze. Genau.
Strafe dafür, wenn er erst um 12 Uhr aufnehmen kann. Ja, fies. So. Ich sag der Wolke, dass die Katze es fies sagen soll. Ja, finde ich auch. Okay, dann erzieht er das, wenn er heute Nacht aufnimmt vielleicht. Nein, warum sagt sie noch dreh, dreh, dreh? Ich habe was falsch gemacht. Katze ist fies. Fies. Das ist nicht nett von dir, aber er hat's verdient. Ja, ich finde schon. Ich denke auch. Weil er kann am Rad drehen. Dreh am Rad, dreh, dreh. Dreh, dreh. 3, 4, 5, 7, 8, 9. So. Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Aber es wird schon wieder dunkel. Immer wird dunkel. Der Mund zu schlafen gehen. Ja. Okay, jetzt können wir den Hammer und den Hammer einsetzen. Jetzt können wir... Schön! Das hat schon mal funktioniert. Ja. Gehe ich mal eben ins Bett, weil sonst kommen da Monster. Hallo. Hallo, würdest du mal bitte nicht an meinem Gesicht sitzen, während ich schlafen möchte? Dankeschön. Wieso? Weiß nicht. Das verstehe ich das nicht. Sexuelle Belästigung. Denke nicht. Doch, ich denke schon. Dreh am Rad. Wenn Katze das erfährt, dass ich das ganze Redstone verbraucht habe, dann dreht er am Rad. Vielleicht. Ein bisschen. Verratet ihm nicht. Sagt ihm das nicht. Das ist unser Geheimnis. Seid brav. Genau, seid lieb. Sonst dürft ihr nicht weiter Stranded gucken. Wer petzt, da wird gebannt vom Kanal. Genau. Das ist dann ein Fluch, wenn ihr das macht. So, den Nether Gravel, den kann ich jetzt auch wieder kompakturisieren. Oder warte, was haben wir denn hier? Haben wir ein Auto Heavy Sieve oder haben wir ein normales Sieve? Auto Heavy Sieve. Nein, da ist schon... Nein! Katze hat das auch schon gemacht. Was? Mann, ich dreh mich im Kreis. Der hat auch schon ein Nether Rack gesieved und den ich die ganze Zeit gesucht habe. Oh gebaut. Nein. Das ist so frustrierend. Oh nein. Ich hasse ihn so sehr dafür. Oh nein. Oh nein. Hätte er mir das mal vorher gesagt, aber ja, nein. Ja, hätte er das nur gesagt. Aber er ist ja heute nicht da. Nee, Mist. Fies. Und ich wette, er hätte mir auch wieder nicht zugehört. Geht alle zu Katze und schreibt fies in die fies. Kommentare. Fies. Ehrlich, fies. Fies. Titanium das. So, da kann ich jetzt das Titanium rausmachen. Fies. Ganz toll. Das wusste ich natürlich. Traurig. Alles umsonst. Alles umsonst. Egal. Gut, ihr Lieben. Das war's mit der heutigen Folge. Miri muss abmoderieren. Aber passt schon. Mach. Gut, dass du findest, dass das schon passt. Mach, mach, mach. Ist okay. Nee. Nee, dann war's das. Macht es gut. Bis fies. Zur nächsten Folge. Ich bin Miri. Und bin fies. Ja. Ja, du bist fies. Das stimmt schon. Ja, du mich auch. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und... Bleib schön feurig. Schön feurig. Tschüss. Tschüss.